Willkommen beim Espresso mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte, heute aus meinem Abgeordnetenbüro. Heute habe ich euch ein Riesenthema mitgebracht und das ist die Rente. Einige Vorschläge, die es jetzt gibt, um die Probleme zu beheben, die gehen an der Sache vorbei. Zum Beispiel für alle spätere Renteneintrittsalter. Das passt nicht in eine moderne Welt mit individuellen Lebensläufen. Aber wir als Freie Demokraten haben eine ganze Reihe von guten Vorschlägen zur Stabilisierung des Rentensystems entwickelt. Und drei davon möchte ich euch heute vorstellen. Wir wollen beispielsweise ein flexibles Renteneintrittsalter. Das heißt, du selber kannst bestimmen, ob du etwas früher oder später in Rente gehst und dadurch, wenn du etwas später in Rente gehst, auch ein bisschen mehr Rente bekommst oder wenn du früher gehst, ein bisschen weniger bekommst. Das sichert Selbstbestimmung über den eigenen Lebenslauf und die Erfahrungen mit anderen Ländern zeigen, dass das Rentensystem entlastet, weil es tatsächlich eine ganze Reihe von Leuten gibt, die sich fit fühlen und auch Spaß daran haben, ein bisschen länger zu arbeiten. Unser zweiter Vorschlag setzt beim sogenannten Umlagesystem der Rente an. Ihr wisst ja, da ist es so, die heutigen Einzahler, also wer heute arbeiten geht, der bezahlt die Rente der Menschen, die heute in Rente sind. Und weil es verhältnismäßig immer mehr Rentner gibt und verhältnismäßig immer weniger Leute, die arbeiten gehen, das ist der demografische Wandel, gerät das System in eine Schieflage und es wird immer teurer für die, die arbeiten gehen. Und eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen, ist qualifizierte Einwanderung. Denn unsere Wirtschaft braucht sowieso mehr qualifizierte Arbeitskräfte. Das ist also für die Wirtschaft gut und es entlastet das Rentensystem. Deshalb ist qualifizierte Einwanderung das Gebot der Stunde. Und der dritte Vorschlag, das ist die gesetzliche Aktienrente. Statt das ganze Geld einfach durchzuleiten, wollen wir einen kleinen Anteil, 2% der Einnahmen im Rentensystem, in Aktien anlegen, breit gestreut. Das sorgt für einen Renditeturbo und entlastet künftige Generationen von Rentenlasten. Und was jeder sowieso mit seinem Ersparten heute machen muss, nämlich einen Teil davon in Aktien anzulegen, das sollten wir auch im Rentensystem tun. Das ist ein Renditeturbo zugunsten der künftigen Generation. Wenn euch diese Folge meines Espressos gefallen hat, dann schaut euch doch auch einfach mal die anderen an. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt sie uns in die Kommentare. Wir antworten euch bestimmt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über ein Like oder wenn ihr uns abonniert.